Hallo Schönheiten, willkommen zum Heilpriltag Nummer 5. Ich habe mir meinen Schlafanzug-Oberteil schon mal angezogen. Warum auch immer. Weil ich mich jetzt abschminken werde und ich dachte, das bringt so Stimmung. Wir machen heute ein Video, das von euch so sehr angefragt wurde, dass ich dachte, ich mache dazu ein ganz eigenes Video. Und zwar wollte ich mal das Bioderma Sensibio H2O vergleichen mit dem Produkt von L'Oreal, dieses Hydraaktiv 3 Micellenreinigungstechnologie-Fluid. Ich habe mir meine Lilly-B-Watte-Pads gekrallt. Die ganz großen nehme ich ganz gern dafür. Und zur Kontrolle nehme ich heute den Liz Oil Cleanse & Polish. Und ich habe mir einen kleinen Bottich mit heißem Wasser hergeholt. Das wird wahrscheinlich total die Schweinerei. Aber hey! Um die Bedingungen zu erschweren, trage ich übrigens Russian Red von MAC auf meinen Lippen. Ich habe schon gehört, dass das hier packungstechnisch eine Katastrophe ist. Und ja, es läuft einfach irgendwie unkontrolliert da raus und unten dran vorbei. Also ja, und wenn man es umdreht, dann saugt sich sofort voll. Machen wir erstmal eine Gesichtshälfte. Ich trage übrigens Foundation und das neue Chanel Healthy Glow Powder, von dem ich euch unbedingt nochmal erzählen muss. Ich finde es wunderschön. Ich finde es sogar besser als den Soleil de Chanel. Und hui, da kommt schon mal ordentlich was runter. Und ich habe Augenbrauen, alles schon drauf, so kompletto. Und Concealer hatte ich unter den Augen. Und wow, abgeschminkt. Seht ihr? Deshalb trägt man Make-up. Aber das ist wasserfester Mascara. Ich glaube nicht, dass sich da viel bewegen wird. Ist das überhaupt geeignet für die Augenpartie? Augen und Lippen. Ah, fabelhaft. Kein Reiben. Notwendig. Das wollen wir jetzt mal sehen. Da bewegt sich gar nichts. No, nothing. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal den Rest und machen uns den Lippenstift ab. Wo ist denn mein Spiegel? Mit Lippenstift kommt er schon halbwegs gut zurecht. Das ist schon mal ganz gut. Yummy! Es brennt aktuell nichts, es tut nichts weh, das ist schon mal gut. Und meine Haut fühlt sich schön frisch an. Dann gehen wir mal über zum ungeschlagenen Bioderma. Und ich muss ja mal sagen, dass... Oh, ich hatte von dem L'Oreal irgendwie ein bisschen mehr drauf. Viele Leute sagen, dass man mit dem von Bioderma angeblich alles in einem Wisch runterbekommt. Ganz ehrlich, diese Vorstellung teile ich nicht. Ich habe, wenn ich irgendwie nachher nochmal drüber gehe mit meinem Liz Oil Cleanse & Polish, habe ich noch super, also was heißt super viel, aber ich habe noch ordentlich Make-up dann in meinem Cloth drin. Und deswegen, ich kann das irgendwie nicht ganz so bestätigen. Ja, hier kommt auch ordentlich was runter. Lippenstift. Bah, das Zeug schmeckt auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal probiert. Das hier ist übrigens auch für die Augen geeignet. Oh super, jetzt war ich damit schon auf meinem Lippenstift. Da hätte ich vielleicht vorher mal ans Auge gehen sollen. Und wasserfesten Mascara habe ich mit Bioderma auch noch nie abbekommen. Also da bewegt sich auch fast nichts. Also was das angeht, sind sie beide gleich schlecht. Okay, vergleichen wir mal die Wattepads. Tada, Wattepad Action. Und für die Sauerei machen wir uns jetzt mal die Haare hoch. Es fühlt sich relativ ähnlich an, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist die Bioderma-Seite so ein klein wenig weicher, aber wirklich nur minimal. Das ist wirklich positiv beeindruckend. Liz Oil Cleanse & Polish. Machen wir jetzt mal den Härtetest. Übrigens, nach dem hier haben mich auch viele gefragt und nach dem Bioderma, wie auch immer man es aussprechen mag. Ich habe euch ein Abschminkvideo gedreht, das packe ich mal hier hin und verlinke euch das, weil ich da eine Review mache zu dem Bioderma und zu dem Sensibio H2O. Und das von L'Oreal kriegt ihr, glaube ich, so in jeder Drogerie, nicht nur im DM. Und Bioderma könnt ihr eigentlich in jeder Apotheke bestellen. Also wenn eine Apotheke das nicht führt, dann geht ihr da einfach hin und sagt, hi, ich würde es gerne bestellen. Und dann machen die das. Yummy. Zwischen wir einmal mit der Ecke rüber. Ich zoome es euch gleich rein.
gibt's ja nicht. Das sieht fast gleich aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das hier ist das, was vom L'Oreal übrig geblieben ist. Und hier habt ihr das, was vom Bioderma übrig geblieben ist. Also es ist Pi mal Daumen, um ehrlich zu sein, ganz schön gleich. Und da seht ihr auch mal, was ich meinte. Ich glaube nämlich nicht, dass man mit einmal Bioderma wirklich das ganze Make-up darunter bekommt. Ich bekomme es zumindest nicht runter. Ich weiß nicht, wie andere Leute ihr Bioderma benutzen. Ich nehme das immer mit dem Abschminken wirklich, also super genau. Einfach weil ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, das ganze Zeug auch wieder vom Gesicht runter zu bekommen. Wahrscheinlich könnt ihr es nicht sehen, aber da oben ist L'Oreal, hier unten ist Bioderma. Ihr könnt es garantiert nicht sehen. Ah, nein. Pi mal Daumen, alle befleckten Flächen zusammen sind die ungefähr gleich. Was mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Wow. Gilt nochmal drüber und dann, ja, es ist tatsächlich ungefähr gleich. Also ich würde sagen, ich sehe lustig aus. ich würde sagen, das ist also, sie sind sich tatsächlich sehr ähnlich. Die Verpackung, die geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Keks. Aber ansonsten, so auf den ersten Blick, ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal weiter testen. Ich melde mich da nochmal bei euch. Vielleicht mache ich ein Hautpflegeroutine-Video oder oder ich sage es in einem Monatsfavoriten-Video oder ich quetsche es einfach irgendwo rein in ein Dupe-Video oder so. Aber auf den ersten Blick muss ich sagen, sie sind tatsächlich beide sehr, sehr ähnlich. Ich werde das mit dem Hautgefühl nochmal beobachten, weil ich glaube, dass das vielleicht der Unterschied sein könnte. Das von L'Oreal kostet, glaube ich, zwischen 4 und 5 Euro für 200 Milliliter. Und Bioderma gibt es in der Apotheke für 500 Milliliter ungefähr. Für, ich glaube, 18 Euro oder sogar 19. Da wäre ja das von L'Oreal definitiv günstiger und auch einfacher zu beschaffen. Alles in allem finde ich so eine Micellenreinigungsfluid sehr, sehr gut. Ich finde aber, es ist immer nur der erste Weg, um einfach mal so zack das Make-up runterzunehmen. Es reicht nicht und es ist auch nicht genug, dass man irgendwie danach sich das Gesicht nicht mehr wäscht oder das als Reiniger betrachtet. Also es ist kein Gesichtsreiniger, es ist ein Make-up-Entfernungsprodukt, was, wie ihr gesehen habt, an dem Liz Earl Hot Cloth Cleanser und dem Cloth, es reicht alleine nicht. Da ist noch was übrig. Und bitte, bitte, bitte schminkt euch ordentlich ab. Make-up macht wahnsinnig viel Spaß und gerade wenn ihr Hautunreinheiten habt oder so, ist es, glaube ich, für jeden wichtig, sich ordentlich abzuschminken. Aber gerade wenn man irgendwie Hautunreinheiten hat, sollte man sich besonders abschminken. Wascht euer Cloth häufig genug, wenn ihr eins von Liz Earl habt. Dann besorgt euch am besten gleich zwei oder drei und ich höre jetzt auf zu reden. Ich verlinke euch eine Playlist für die Hyprill-Videos, damit ich nicht jedes eins verlinken muss, so hier. Und da könnt ihr euch mal reingucken. Und morgen kommt Tag Nummer 6. Ich hoffe, ihr freut euch und seid dann immer noch dabei. Und ich gehe jetzt. Tschüss! Ich habe tatsächlich gar nicht so einen großen Saustall angerichtet, aber der Fußboden ist jetzt nass.